erinnere mich gern an meine Zeit im Kindergarten zurück. Es war eine schöne Zeit. Ich hatte mein kleines Reich. Und alles war einfach und unbeschwert. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass das mal anders sein wird. Vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass die Veränderung so schnell und unvorbereitet kommen würde. Plötzlich war alles neu und ungewohnt. Mein erster Schreck war, als die Lehrerin sagte, dass ich morgen wiederkommen soll. An diesen neuen Ort. Mit neuen Zeichen und Regeln. Irgendwann habe ich mich natürlich auch gut in der Schule zurechtgefunden. Nachdem ich begriff, was das alles soll, hatte ich sogar richtig Spaß. Aber der Spaß war dann auch schnell wieder vorbei. Plötzlich musste ich mich entscheiden, was ich mal werden will. Früher wollte ich Astronaut, Feuerwehrmann oder Pirat werden. Und wieder ging es so schnell. Kein Stundenplan mehr, dafür umso mehr zu lernen. Ich war erst mal überfordert mit der neuen Situation. Eine weitere Reise mit ungewissem Ausgang und unbekanntem Kurs begann. Naja, so wiederholt sich das dann ein Leben lang. Als ich dann Papa wurde, nahm ich mir eine berufliche Auszeit. Beinahe wieder wie im Kindergarten, dachte ich mir. Jede Menge Zeit. Und die habe ich auch genossen. Naja, wenn ich mal zum Schlafen kam. Gelernt habe ich auch jede Menge dabei. Und doch kam irgendwann der Punkt, an dem ich wieder neue berufliche Herausforderungen suchte. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass es einen so langen Atem braucht, um wieder Fuß zu fassen. Mit meiner neuen Fähigkeit zu wickeln, Milch zu kochen und gleichzeitig zu singen, konnte ich hier niemanden begeistern. Irgendwann hat es dann aber auch geklappt. Ich hatte schon unterschiedliche Veränderungen in meinem Leben überstanden. Nun hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein. Und ich war lange Zeit mehr als zufrieden.
sollte da jetzt noch passieren, dachte ich. Und dann, ganz plötzlich, traf mich diese große Leere, als ich in Rente ging. Keine Anrufe, keine Termine, keinen Stress. Schrecklich. Die neuen Möglichkeiten habe ich erst langsam und mit Hilfe entdeckt. Mein Leben war, ist toll. Aber das mit den Übergängen, das hätte man noch besser machen können. Damals gab es sowas noch nicht. Heute gibt es diese Unterstützung.